Fast jeden Samstag donnert in den späten Nachmittagsstunden ein Dino Ferrari, 6 Zylinder mit 190 PS und 250 Spitze, auf der Eifelautobahn Richtung Rivenich, einer kleinen Gemeinde bei Trier. Am Steuer der Torjäger aus der Pfalz, Klaus Toppmöller. In der diesjährigen Bundesliga-Saison liegt er mit 22 Treffern zurzeit an zweiter Stelle der Torschützenliste. Und wie immer auf diesen Fahrten gehen seine Gedanken noch einmal zurück ins Stadion, wo er noch vor wenigen Stunden als Torschütze umjubelter Mittelpunkt war. So ist der trotz aller Erfolge bescheiden und ein wenig zurückhaltend auftretende Fußballkicker meistens mit sich und seiner Umwelt zufrieden, wenn er mit eintretender Dämmerung sein 750 Einwohner zählendes Heimatdorf an der Mosel erreicht hat. Und da im Hause seiner Eltern, der Salmtal-Schenke, seit 1927 Vereinslokal des dortigen Sport- und Karnevalsclubs, am Samstagabend immer Hochbetrieb herrscht, steht Kaiserslauterns Torschützenkönig oft schon wenige Minuten nach seiner Ankunft hinter dem Zapfhahn der Biertheke, zusammen mit seiner Freundin Rosi. Sie ist einer der Gründe, die Toppmöller so schnell nach dem Schlusspfiff in Kaiserslautern nach Hause eilen lassen. Die Wohnstube des Torjägers gleicht mittlerweile einem kleinen Fußballmuseum. In jeder Ecke Pokale, Fußbälle, Wimpel, Vereinsnadeln und Plaketten. Und natürlich auch das runde Leder, dem er so viel zu verdanken hat. Sie alle zeugen vom Schusstalent des heute 24-jährigen, 1,85 großen Moselaners, der den Bundesliga-Torhütern auf allen Plätzen das Fürchten beibrachte. 3 Bälle setzt er unlängst dem Nationaltorwart Sepp Maier ins Netz. Und 4 Treffer waren es gegen Essens Torsteher Blasey beim 5:0-Sieg der Lauterer vor einigen Wochen auf dem Betzenberg. Toppmöller beherrscht alle Arten des Toremachens. Am spektakulärsten sind seine Kopfbälle. Doch er schießt beidfüßig, links wie rechts, und setzt auch den aussichtslosesten Bällen nach, um sie dann doch noch im Gehäuse des Gegners unterzubringen. Begonnen hatte die erfolgreiche Karriere im Garten hinter der Wirtschaft seiner Eltern. Sein Vater, früher selbst passionierter Fußballspieler und Trainer des dortigen Clubs, brachte Klaus schon im Alter von 6 Jahren die ersten Ballkontakte bei. Sehen Sie, so hat das damals angefangen. 1957, die Jungs hatten Interesse am Fußball. Und da blieb mir nichts anderes übrig damals, als wie einen Fußball zu kaufen und mit den Kindern zu spielen. Ich baute mir damals hier einen Kopfballpendel hin, alles provisorisch. Da fing es an mit dem Kopfball. Und wie sie das beherrschten, ging es dann immer weiter los im Jugendtraining. Ich holte mir andere Kinder dabei und da hat er Früchte getragen. Ich habe damals 6-7 Talente gehabt und da habe ich mich hauptsächlich mit denen befasst. Und ich muss sagen, ich habe 5 Mann in höhere Klassen gebracht und das war ein Erfolg für mich. Knapp 18 Jahre alt ging der junge Toppmöller in die benachbarte Großstadt Trier zum Regionalligaverein Eintracht. 2 Jahre später, 1971, wurde er mit 22 Toren Schützenkönig der Regionalliga. Der Bundesligist 1. FC Kaiserslautern holte den schlagsigen Torjäger daraufhin in die Pfalz. Heute ist er aus der Mannschaft des FCK, die nicht zuletzt dank seiner Hilfe das deutsche Pokalendspiel erreichte, nicht mehr wegzudenken. Für Trainer Erich Ribbeck ist er unentbehrlich geworden. Herr Ribbeck, welche Aufgabenstellung geben Sie Klaus Toppmöller innerhalb der Mannschaft und welchen Wert hat er für Sie? Es hängt in erster Linie vom jeweiligen Gegner ab, aber im Prinzip ist die Aufgabenteilung und Einteilung immer gleich für ihn. Er soll also in erster Linie natürlich Tore erzielen, das ist ja sehr wichtig im Fußballspiel. Er hat darüber hinaus aber die Aufgabe, den gegnerischen Vorstopper, also seinen direkten Gegenspieler, zu binden in die Abwehr, beziehungsweise ihm nachzugehen nach vorne, wenn er sich nach vorne einschaltet. Und das Gleiche gilt für den gegnerischen Libero, den er auch beschatten muss. Darüber hinaus kommt es immer wieder zu Spezialaufgaben, wie beispielsweise gegen Rot-Weiß Essen, dass er halt in dem Spiel bei Freistößen und Eckbällen sogar den gegnerischen Mittelstürmer ausschalten sollte. Obwohl Toppmöller mit 24 Jahren noch am Anfang seiner Fußballerlaufbahn steht, denkt er heute schon an die Zeit, die danach kommen soll. So richtete sich der graduierte Ingenieur in Kaiserslautern mit Vereinshilfe ein Planungsbüro ein, um in einem 7-köpfigen Team auch in diesem Job erfolgreich zu sein. Aber aller Anfang ist schwer. Trotz seiner bundesweiten Popularität als Torjäger bäckt der Ingenieur erst einmal kleine Brötchen, denn hier werden andere Leistungen von ihm erwartet. Nicht Spiele, Kunden muss er gewinnen. Ja, bitteschön.
Wiederhören. Herr Toffmann, die machen Heizung, Lüftung, Sanitär. Ja. Und dafür haben Sie auch einzelne Personen, die die Objekte beantworten. Ja, genau. Mhm. Wir suchen an sich immer gute Ingenieurbüros, mit denen wir zusammenarbeiten können. Ja. Das ist immer oft ein sehr großes Handicap. Ja, mir wurde da gesagt, dass hier in Kaiserslautern doch eine echte Marktlücke ist. Und ja, deshalb bin ich da in der Branche eingestiegen. Ja. Und man hat mich, Sie empfohlen mir, weil Sie doch ein guter Architekt hier, einen guten Namen haben in der Stadt. Ja. Und deshalb komme ich hier. Gut, freut mich sehr. Seine Kaiserslauterer Wohnung in diesem Hause unweit des Stadions sieht der vielbeschäftigte junge Mann selten. Er kommt höchstens einmal zum Wäschewechseln. Meistens ist er auf Achse. Seit einiger Zeit bemühen sich auch Manager, den inzwischen zugkräftig gewordenen Namen des erfolgreichen Fußballspielers in klingende Münze umzusetzen, um ihrerseits Profit aus dem frischen Fußballruhm ihres Schützlings zu ziehen, versteht sich. Und auch Topmüller muss auf diesem Gebiet erst einmal Erfahrungen sammeln. Außer Fußball kennt der Torjäger, der innerhalb der Mannschaft als guter Kumpel gilt, noch zwei weitere Hobbys: das Kartenspielen und Popmusik. Früher spielte er zusammen mit seinem Bruder am Wochenende in einer Band auf Winzerfesten an der Mosel. Und auch heute noch hat er den Umgang mit der Trompete nicht verlernt. Klaus Topmöller, der große Profi aus der kleinen Weinbaugemeinde an der Mosel, lässt sich kaum in eine andere Gegend verpflanzen. Und Geld, sagt er, bedeute ihm nicht alles. Ich bin halt noch heimatverbunden. Deshalb auch die ausgeschlagenen Angebote von den Großstädten. Mhm. Klaus Topmöller, ich habe mir erzählen lassen, dass Sie hier in Ihrem Heimatdorf nicht nur Freunde haben, es gibt auch Neider. Man hat sogar erzählt, man hätte nachts mal Ihren Wagen zerkratzt, als es mit Ihnen bergauf ging in der Fußballkarriere. Was sagen Sie zu solchen Zeitgenossen? Ja, das sind wahrscheinlich nur verschiedene Leute, die Neid besitzen, weil ich halt das Höchste erreicht habe im Fußball und Sie halt zurückgeblieben sind in der Sportart. Aber ich hoffe doch, dass das nur einige wenige sind, die mir diesen Erfolg nicht gönnen. Und trotzdem würde ich sagen, dass die Dorfbevölkerung hier doch zum größten Teil auf meiner Seite steht und dass sie mich halt bewundern und dass sie mir halt den Daumen drücken, dass ich noch besser abschneide wie bisher.